In diesem Video geht es um den Schweißbausatz für den Spänefang unseres Bandschleifers BS1500. Der Spänefang ist eine Art Trichter mit einem 40 mm Staubsaugeranschluss. Er wird direkt unter dem Schleifband montiert und fängt so einen Großteil der Späne, Funken und Staub ab. Der Schweißbausatz besteht aus zwei Teilen. Einem Stahlrohr mit 40 mm Außendurchmesser und einer Blechabwicklung mit 1,5 mm Stärke. Die Abwicklung muss noch gebogen werden. Durch die Entlastungsschnitte ist das jedoch einfach von Hand und ohne spezielle Hilfsmittel möglich. Dann wollen wir mal mit der Montage starten. Zuerst das 40 mm Rohr in die Abwicklung einheften. Die äußere Lasche, die später mit der Schleifmaschine verbunden wird, biegt man am besten in einem Schraubstock um. Hierfür werden keine weiteren Vorrichtungen benötigt, das geht relativ einfach von Hand. Bitte unbedingt beachten, dass man die Abwicklung richtig rum abkantet. Wenn man sie verkehrt rum abkantet, ist sie spiegelverkehrt und passt nicht mehr an den Bandschleifer. Hier im Video sieht man noch eine Edding-Markierung mit einem I für innen. Später werden die Laserteile jedoch eine Gravur bekommen, sodass man sich das Bauteil nicht verkehrt rum zusammenbaut. Jetzt können die vier Laschen, die später den Trichter ergeben, hochgebogen werden. Hierfür braucht man gar keinen Schraubstock oder Vorrichtung mehr. In den oberen vier Ecken kann jetzt ein kleiner Schweißpunkt gesetzt werden. Wenn man das Bauteil jetzt flach auf den Schweißtisch legt, kann man die Haltelasche noch einmal gut ausrichten und nachrichten. Dann kann auch die angepunktet werden. Jetzt ist das Bauteil komplett montiert. Vielleicht guckt man jetzt vorsichtshalber noch einmal nach, ob man es spiegelverkehrt zusammengebaut hat und ob alles gerade ist, dann kann durchgeschweißt werden. In den Ecken des Trichters sollten die Bleche schön dicht aneinander liegen. Tun sie das nicht, würde ich mit dem Hammer noch ein bisschen nachrichten. Die Ecken schweiße ich als Fallnaht. Mit schwacher Stromstärke lässt sich das 1,5 mm Blech gut schweißen, ohne dass man Löcher reinbrennt. Auf der Oberseite muss man einmal das Stahlrohr rundum schweißen und die Biegeecken zuschweißen. Hier empfehle ich zwischendurch mal eine Pause zu machen oder das Ganze mit Wasser abzukühlen, da das Bauteil sonst recht viel Wärme aufnimmt und man sich doch noch ein Loch reinbrennt. Im Grunde ist das Bauteil jetzt fertig. Wer möchte, kann die Schweißnähte noch abschleifen oder auch das ganze Bauteil komplett lackieren. Hier sieht man den Bandschleifer mit montiertem Spänefang. Bei den älteren Versionen muss die Bohrung für die Befestigung noch gebohrt werden. Die neuen Versionen haben die Bohrung bereits im Laserteil. Wie man hier sehr gut sehen kann, geht ein Großteil der Späne in den Spänefang. Wir haben an den Spänefang ein 40 mm Edelstahl-Wellrohr angeschlossen, das direkt in den Schweißbausatz Metallzyklon führt. Wenn man Metalle schleift, sollte man auf keinen Fall den Staubsauger direkt an den Spänefang anschließen. Außerdem sollte man keinen Kunststoffzyklon verwenden, da die Wärmeentwicklung doch beachtlich ist. Die Links zu unseren Produkten finden Sie in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.